Neues Jahr, neues Glück. Wie jedes Jahr stellt sich wahrscheinlich für euch auch die Frage, was ist dieses Jahr relevant im Kameramarkt? Welche Gläser lohnen sich? Welche Kamera ist interessant? Was kommt vielleicht an neuen Dingen? Und darauf möchte ich heute kurz eingehen. Dieses Video wird gesponsert von meinen Presets. Das heißt, wenn du gern meinen Look in deinen Fotos haben möchtest, dann kannst du auf meiner Webseite www.pigpond.de schauen. Und da gibt es unter der Rubrik Workshops und Presets meine Presets als Download. Und wenn dich das interessiert, schau einfach mal rein, der Link ist unter diesem Video. Grundsätzlich besteht natürlich von Anfang an immer die Frage, welches Sensorformat wird genommen und welcher Preis wird dazu ausgegeben. Ich möchte heute mal auf die grundlegenden Dinge eingehen, und zwar Kamera, Sensor und Objektive und dann den Preis am Ende. Beginnen möchte ich gleich grundlegend mit der Frage APS-C, Micro Four Third oder Vollformat. Das sind drei Formate, die am gängigsten sind, neben Mittelformat, was natürlich auch noch da ist. Aber diese drei Formate sind eigentlich die, die am meisten gekauft und am meisten nachgefragt werden. Ich bekomme sehr oft von euch die Frage, welche Kamera soll ich mir kaufen? Ich fotografiere meine Kinder beim Spielen, meinen Hund, ein bisschen Landschaft, ein bisschen Porträt. Und da soll so ein bisschen die Kamera auch von jedem was gut können, im Sinne von, es ist ein guter Allrounder. Und da stellt sich dann schon die Frage, welchen Sensor möchtest du nehmen, im Sinne von, möchtest du mehr freistellen, möchtest du mehr Bildschärfe im Bild haben, möchtest du bessere ISO-Leistung haben und, und. Das sind so Dinge, auf die möchte ich jetzt gerade ein bisschen näher eingehen. Und wir fangen an mit MFT, Micro Four Third. Ich habe ja eine ganze Menge Reviews zu Olympus gemacht. Ich verlinke euch mal hier ein Video. Und da könnt ihr selbst nochmal reinschauen. Und das ist ein sehr kleiner Sensor, deutlich kleiner sogar als APS-C. Ihr habt inzwischen nicht mehr das große Problem mit ISO-Leistungen, weil die Sensoren mittlerweile so gut sind, dass sie mit mindestens APS-C sogar mithalten können. Aber ja, freistellen ist dann ein Thema. Dann gibt es die Größe APS-C. Die habt ihr hier in der Fuji zum Beispiel verbaut, aber auch hier in der Canon. Und dann gibt es natürlich Vollformat, was auch bei den meisten gängig ist, was es aber nicht zwingend unbedingt braucht. APS-C ist vor allen Dingen bei Sportfotografen beliebt. Das geht auch mit Vollformatkameras, aber APS-C ist da immer noch ein Ticken beliebter bei den Sportfotografen, neben der 1D Mark X von Canon, okay. Aber für alle bezahlbaren Bereiche ist das immer noch so der Bereich, der da gern genommen wird. Im Vollformatbereich gibt es natürlich auch schon eine ganze Menge Kameras, die in diese Richtung gehen, wie zum Beispiel die A7 III. Die ist prädestiniert dafür, auch eine richtig gute Bildfolge bieten zu können, auf die Karte sehr schnell schreiben zu können, beziehungsweise kann sie generell mit einem guten Workload zwischen Bildauflösung und Schreibgeschwindigkeit schon ziemlich viel bieten, und viele Sportfotografen sind noch daraufhin umgestiegen und sagen, okay, dann nehme ich das Sony-System, weil es zum Teil teilweise etwas günstiger ist und mir eine etwas vergleichbare Leistung bringt wie eine große 1D Mark II III von Canon beispielsweise. APS-C und Vollformat sind unter euch, was eure Fragen angeht, somit die gängigsten Formate, die ihr mich abfragt, beziehungsweise die ihr selbst auch benutzt. Und ich habe jetzt mal einige Vertreterinnen hier hingelegt. Ich habe nicht alle Marken da. Die Sony A7 R II filmt mich gerade, die hätte ich auch noch mit hier hinlegen können. Aber im Grunde ist es eigentlich eine gute Auswahl, um zu sagen, okay, was empfiehlt sich für wen und was eher nicht. Ich habe jetzt, um grundlegend die Frage abzuhaken, Spiegelreflex und spiegelloser Bereich. Hier die letzte Spiegelreflex bei mir. Ich habe ansonsten keine Spiegelreflex mehr im Haushalt. Es sind nur noch spiegellose Systeme. Und das zeigt eigentlich auch schon ein bisschen, wo die Reise hingeht. Die Hersteller stellen kaum noch Spiegelreflexkameras her. Nikon macht das noch, Pentax macht das auch noch teilweise. Aber da wird nicht mehr so viel nachkommen, was zum einen natürlich einen Nachteil mit sich bringt, im Sinne von, du bist gezwungen, in Zukunft auf spiegellos zu setzen. Zum anderen aber auch die Chance bietet, dass du im Spiegelreflexmarkt jetzt und auch in den nächsten Jahren noch sehr günstig einkaufen kannst. Also wenn du jetzt gerade frisch einsteigst mit der Fotografie, möchtest aber unbedingt Vollformat haben, aber für billig Geld, und dir ist es egal, ob es eine Spiegelreflex oder spiegellose Kamera ist, dann wirst du im Spiegelreflexbereich jetzt sehr günstig einkaufen können. So eine Canon 6D oder eine Nikon D610, D750, die bekommst du jetzt schon zu einem sehr guten Preis, hast Vollformat, hast zwar den Spiegelkasten, kannst aber auch die Spiegelreflex, also die älteren Gläser dann auch dazu kaufen, die auch im Gebrauchtmarkt jetzt immer mehr werden und dementsprechend auch im Preis fallen. Also wer da frisch einsteigt und sagt, okay, das reicht mir, der kann da auf jeden Fall für bedeutend weniger Geld mehr bekommen. Im spiegellosen Bereich sieht es ein bisschen anders aus. Da haben die Hersteller inzwischen einiges richtig gemacht. Canon sagt, ja, wir setzen vor allen Dingen auf
hochauflösende und sehr scharfe und lichtstarke Objektive im RF-Bereich, also der neue Mount von Canon. Nikon setzt vor allen Dingen auf kleine, kompakte Gehäuse mit Objektiven, hatten dementsprechend vor allen Dingen vorher Blende 4 Objektive. Sie ziehen jetzt mit Objektiven nach, die deutlich lichtstärker sind, aber auch dementsprechend teurer. Das gleiche ist bei Canon genauso der Fall. Hier kosten die Objektive deutlich mehr als von Drittherstellern, wenn du es jetzt ungefähr vergleichst mit der Blendenleistung von 2.8 oder 1.8. Grundsätzlich haben die Hersteller hier verschiedene Philosophien am Anfang angesetzt, sind aber jetzt ungefähr auf dem gleichen Niveau. Canon hat jetzt hier noch etwas mehr lichtstärkere Objektive am Markt. Nikon zieht da jetzt nach, wie gesagt. Und Sony hat, da sie schon sehr früh auf den spiegellosen Markt vorgedrungen sind, deutlich mehr Objektive inzwischen, die noch etwas besser in der Blendenleistung sind, also Blende 2.8 oder noch besser. Auch dazu habe ich schon ein paar Reviews gemacht, zum Beispiel zum Sigma 60-600, das verlinke ich euch mal hier, oder zum Sony 14-24, auch Blende 2.8, ein sehr geiles, aber auch sehr teures Objektiv. Da hat Sony schon einiges ein bisschen vor gegenüber Canon und Nikon. Vollformat ist natürlich aber immer noch sehr speziell und vor allen Dingen recht teuer. Also die Bodies sind teurer in der Anschaffung, es gibt einige Ausnahmen. Und die Gläser sind nochmal deutlich teurer, weil sie größer sind und wahrscheinlich auch in der Herstellung nochmal deutlich komplizierter und schwieriger. Im APS-C-Bereich wirst du da, wenn du nicht unbedingt Blende 1.2, 1.4 brauchst, etwas günstiger wegkommen und auch kompakter, gerade wenn du auf Reisen bist, mit deinem Equipment sein. Ich habe jetzt für die APS-C-Reihe hier stellvertretend, wie gesagt, die Canon 200D. Ich habe hier die Fuji X-T2. Am Ende ist es aber egal, denn es sind APS-C-Kameras und die vertreten ungefähr auch das, was sozusagen auch jetzt am Markt ist. Fuji steht ein bisschen allein da, was den Sensor angeht, da komme ich gleich noch dazu. Und Canon, die 200D ist inzwischen recht günstig, wird glaube ich auch gar nicht mehr hergestellt. Die 250D, wozu ich auch ein Video gemacht habe, ist nochmal ein bisschen besser, was die Videoleistung angeht. Hat kleine Verbesserungen im Gehäuse drin, aber nimmt sich nicht viel mit der Vorgängerin. Fuji hingegen hat natürlich ein ganz anderes Bedienkonzept. Das heißt, wenn du auf Retro-Look stehst, dann interessieren dich wahrscheinlich auch die Sony-Kameras wie die A7-Reihe. Die sehen auch so ein bisschen retro, finde ich, aus. Und die Fuji hier ist nochmal einen Ticken schärfer, was Retro-Look angeht. Also du hast alle Einstellräder hier oben. Du hast ein Gehäuse, was schon nach einer älteren Kamera aussieht, nach dem analogen Look wie die analogen Kameras. Da fehlt eigentlich nur noch der Hebel zum Film aufziehen. Dann ist es genauso wie eine analoge Kamera. Und auch der Look und die Haptik. Das ist für mich somit die schönste Kamera, die ich habe. Die macht richtig Spaß in der Bedienung. Ist, glaube ich, weniger geeignet, wenn es hektisch zur Sache geht, wenn es drauf ankommt. Wobei das vielleicht auch eine Trainingssache ist. Und, aber du hast damit viele Möglichkeiten rumzuspielen. Also ich habe viel Freude daran, hier im Menü rumzuspielen, verschiedene Looks auszuprobieren und einfach so Fotos zu machen von Freunden in der Familie, vom Hund, in der Natur. Da reicht die Kamera völlig aus. Da brauche ich kein Vollformat. Da bin ich gerade mit diesem Objektiv, mit dem Wildrox, was ich hier dran habe, das 23er Blende 1.4, bestens aufgestellt. Ich habe eine tolle Bildleistung. Ich habe einen tollen Sensor mit einer tollen Kamera. Also da braucht es eigentlich heutzutage schon gar nicht mehr. Aber natürlich ist auch Fuji sehr speziell, nicht für jeden etwas, weil sie nicht nur durch die Bedienung, auch von dem Look sehr speziell sind. Mir gefallen die Farben sehr, aber ja, da ist Geschmack wieder die Frage und gefällt sicherlich auch nicht jeden. Genauso hat Canon, so Canon-typische Farben finde ich, genauso nochmal Sony und Nikon. Aber auch das ist wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks und da würde ich dir empfehlen, hier vielleicht mal Bilder zu vergleichen, wenn du Bilder von Freunden siehst, die vielleicht mit einer anderen Kamera die gemacht haben, als du sie hast. Oder generell sich ein bisschen mit dem Thema zu befassen, welcher Sensor hat denn welche Vorlieben im Sinne von Farbtreuheit oder Farbprofil und wie sieht es mit den anderen Sensoren aus. Die grundlegende Frage, was denn besser ist, wird mir sehr oft von euch gestellt. Also besser im Sinne von, ist denn APS-C besser? Lohnt es sich, weil es günstiger teilweise ist oder doch eher Vollformat? Und wie ich eingangs gesagt habe, gibt es da schon sehr spezielle Anwendungsgebiete und es gibt aber auch Bereiche, wo es jetzt weniger drauf ankommt. Also ich möchte behaupten, ein Landschaftsfoto, mal abgesehen von den Farben, die sensortypisch vielleicht ein bisschen sind aufgrund des Herstellers, gibt es kaum noch Gründe, auf Vollformat oder auf APS-C speziell zu setzen. Ausnahmen gibt es natürlich schon, wenn du sagst, du machst Milchstraßenfotos oder du fotografierst Wildlife, wo du sehr hohe ISO-Zahlen eingehen musst. Oder wenn du Sport-Action fotografierst, dann brauchst du sehr kurze Verschlusszeiten, auch wieder eine hohe ISO-Leistung. Du willst aber vielleicht näher am Bild sein, im Sinne von, der Bildausschnitt ist näher dran, dann wäre APS-C gut. Wenn du Milchstraßen fotografierst und höhere ISO-Leistungen brauchst, dann braucht es schon Vollformat. Fuji ist da sehr, sehr, sehr gut. Also was ISO angeht, haben die wirklich richtig top Sensoren. Da kommt bei mir keine andere APS-C-Kamera ran. Fuji ist da sehr
gut und auf einem sehr hohen Niveau. Vollformat ist dann noch ein Ticken besser, wenn es gerade ab ISO 6400 nochmal aufwärts geht. Die A7 III ist natürlich auch ein Lowlight-Monster. Die ist eigentlich bekannt dafür, dass du damit 12.800er ISO Bilder schießen kannst, ohne Probleme. Milchstraßenfotos sehen da richtig gut aus. Da sieht es dann schon nochmal anders aus im Gegensatz zu APS-C. Aber alles, was von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geht, außerhalb der Nacht, das geht mit APS-C mindestens genauso gut wie mit Vollformat. Und ich möchte behaupten, du siehst eigentlich kaum einen Unterschied in dem Bild, mit welchem Sensor das Ganze aufgenommen wurde. Den Unterschied macht dann natürlich das Glas. Das Glas gibt nochmal einen speziellen Look. Und das dürft ihr nicht vergessen, du willst meistens nicht jedes Foto auf Blende 1.4 oder 1.8 fotografieren, dann hast du einen sehr geringen Schärfebereich. Und das möchtest du meistens nicht. Gerade wenn ich daran denke, dass dann nur noch ein paar Zentimeter auf dem Foto scharf sind. Das ist etwas, was nicht jeder unbedingt möchte. Und das sieht auch nicht immer gut aus. Gerade im Landschaftsbereich, da möchtest du eine sehr hohe Schärfe im Bild haben. Da möchtest du sehr viel Tiefenschärfe drin haben. Und das geht besser mit APS-C natürlich. Das geht auch mit Vollformat, wenn du die Blende weiter zumachst. Aber dementsprechend braucht es dann nicht ein sehr lichtstarkes Objektiv, sondern reicht dann eigentlich ein Objektiv ab Blende 3.5 oder Blende 4. Wie ich gerade gesagt habe, ist der Schwerpunkt sehr entscheidend. Also machst du Landschaftsfotografie, wirst du schon vielleicht wissen, okay, ich gehe in diese Richtung, dann brauche ich vielleicht doch Vollformat und das reicht mir sogar APS-C. Wenn du Portraits fotografierst, wenn du People-Street-Fotografie machst, wenn du Architektur fotografierst, dann kommt es auch sehr darauf an, was du wie fotografierst. Wenn du zum Beispiel sagst, ich fotografiere sehr weitwinklig, also ich brauche immer diese 14mm, 12mm, fast schon Fisheye-Look, dann ist APS-C eher ungeeigneter, weil du hier auch sehr viel Geld für Weitwinkelgläser bezahlen musst, denn hier braucht es dann teilweise 8mm Objektive, um überhaupt noch an den Weitwinkellook von Vollformat ranzukommen. Da wäre dann Vollformat natürlich besser, aber auch hier wieder deutlich teurer, etwas größer im Equipment, schwerer und das sind so Dinge, die musst du dabei bedenken. Wenn du Hochzeiten fotografierst, wenn du Menschen fotografierst und besonders stark freistellen willst, dann wäre auch hier Vollformat von Vorteil. Du kannst natürlich auch mit Adaptern arbeiten an APS-C. Da gibt es Speed Booster Adapter, die sorgen dafür, dass du Vollformat-Objektive zum Beispiel an APS-C benutzen kannst und nochmal einen etwas besseren Hintergrund hast, im Sinne von noch mehr freigestellt. Aber auch da fängst du an, mit Adaptern zu arbeiten. Da komme ich gleich noch darauf zurück. Und dann gibt es natürlich die FotografInnen unter euch, die sagen, ich möchte gerne Objektive adaptieren, im Sinne von, ich nutze ein ganz anderes Objektivsystem als meine Kamera. Und da kann ich euch wirklich sagen, das funktioniert inzwischen sehr gut, sehr reibungslos. Es gibt gute Adapter, die ihr nutzen könnt an Sony-Kameras, an Canon, Nikon, Fuji. Es gibt mittlerweile für fast alle Systeme Adapter, die sind auch gut bezahlbar inzwischen. Sogar mit Autofokus, mit Nachführung, mit einer wirklich sehr guten Fokussierung, mit Übertragung der Blendeneinstellung, der Verschlusszeit und. Da gibt es eigentlich keinen Grund mehr zu sagen, ich setze nur noch auf diese Objektive und die entsprechende Kamera. Das braucht es wirklich nicht mehr. Ich nutze an meiner Canon einen Adapter, ich nutze an meiner Sony einen Adapter. Ich habe für die Fuji keinen Adapter, aber auch da würde ich mir einen holen, wenn ich es bräuchte. Weil ich finde, es spricht inzwischen nichts dagegen, wenn man einen guten Adapter einsetzt. Hast du mindestens die gleiche Bildleistung und fast die gleiche oder vergleichbare Leistung, was den Autofokus angeht. Und da braucht es nicht zwingend neue Objektive, denn du musst immer daran denken, du musst das alte Objektiv verkaufen, wirst wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld dafür bekommen. Du kaufst ein anderes, legst im Zweifel sogar drauf. Und das muss immer gut überlegt sein, finde ich. Dann lieber in einen Adapter investieren und du kannst die alten Gläser weiter nutzen. Und die sind ja quasi nicht schlecht, nur weil du eine andere Kamera hast, sondern sie funktionieren ja genauso noch und sind meistens noch genauso gut. Also überleg dir das, bevor du neue Objektive kaufst. Denk mal über einen Adapter nach. Thema Auflösung und wie der Workflow damit aussieht. Ich arbeite in der Regel mit Kameras, die keine 60 Megapixel haben. Also bei mir hat die Fuji 24, die Canon hat 30, die Sony hat 42 und die hat auch 24. Aber offensichtlich braucht es gar nicht mehr als 24 bis 30 ungefähr. Ich denke auch, das ist der Sweet Spot so zwischen 24 und 30 Megapixel. Da hast du noch einen guten Workload, was die Fotos angeht, im Import in Lightroom, im Export, aber auch was die Schreibgeschwindigkeit angeht auf Karten. Das geht alles mit handelsüblichen, noch normalpreisigen SD-Karten auch noch zu handeln. Das ist für mich eigentlich der optimale Workload. Großausdrucke gehen wunderbar damit. Du kannst damit auch riesige Plakate drucken. Da braucht es keine 60, 80 Megapixel. Da reichen in der Regel auch dann 24 bis 30 Megapixel aus. Ich muss sogar sagen, dass mir teilweise die Fotos an meiner alten Nikon D7100 mit ihren 24 Megapixeln teilweise schärfer vorkamen als andere Kameras, die gleich viele Megapixel hatten. Das ist vielleicht auch bauartbedingt, was den Sensor angeht. Aber ich will damit sagen, dass du nicht unbedingt eine sehr hohe Auflösung brauchst in der Kamera, sondern es kommt eher darauf an, was du machen möchtest. Wenn du jetzt sagst, ich möchte Makrofotografie machen und will die Fotos in
5 Meter groß drucken und jedes einzelne Detail sehen, dann kann es schon sein, dass du 40 Megapixel brauchst oder 36 Megapixel. Wenn du sagst, ich mache das Ganze fürs Web oder für Ausdrucke in Büchern, dann reichen in der Regel 16 bis 24 Megapixel völlig aus. Da kannst du immer noch ein bisschen zuschneiden. Gerade bei 24 bis 30 Megapixel, da kannst du auch noch ein bisschen was wegnehmen. Wenn du die Hälfte vom Bild hast, hast du immer noch genug Auflösung. Und nicht vergessen, für eine A4-Seite brauchst du ungefähr 8 Megapixel an Auflösung, um es noch relativ gut drucken zu können. Und dementsprechend, wenn du es hochrechnest, brauchst du eigentlich gar keine 30 Megapixel, wenn du nicht unbedingt meterweise groß drucken willst. Nicht vergessen darfst du auch deine Technik an deinem Rechner. Wenn du sagst, ich habe einen etwas älteren PC und habe Bilder, die 60 Megapixel oder gerade bei der Sony 42 Megapixel hat sie, genau 42 Megapixel haben, dann dauert der Import länger. Dann dauert die Bearbeitung länger, weil das System leistungshungriger wird. Du brauchst einen größeren Arbeitsspeicher, du brauchst vielleicht einen besseren Prozessor und. Die Festplatte wird eher voll. Das sind Dinge, an die musst du denken, bevor du dir eine Kamera kaufst, die eine hohe Auflösung hat. Denn was nutzt es dir, wenn du eine hohe Auflösung hast und du aber im Workflow im Nachhinein so große Probleme bekommst oder nochmal mehr Geld in die Hand nehmen musst, dass du gar keinen Spaß mehr daran hast und keine Freude hast, deine Bilder zu bearbeiten? Bedenk das im Vorfeld, da reichen wirklich 24 Megapixel in der Regel aus und nicht ohne Grund ist die A7 III der Renner, weil sie für meine Begriffe, wie gesagt, den Sweet Spot zwischen Auflösung und Leistung hat und auch noch im Nachhinein im Workflow auf jeden Fall eine gute Leistung bietet. Konkrete Kaufempfehlungen für euch habe ich natürlich zusammengestellt. Und zwar werde ich oft gefragt, was kann ich mir denn kaufen? Hast du einen Tipp für mich? Und da müsst ihr wirklich unterscheiden, wer von euch den Schwerpunkt Porträts hat. Dem würde ich schon etwas anderes empfehlen als für Landschaftsfotografen oder Milchstraßenfotografen. Wer wirklich akkurat Milchstraßen fotografieren möchte und das letzte Quäntchen rausholen will aus den Fotos, da sollte sich mal mit der A7S II oder sogar A7S III von Sony beschäftigen. Die hat aufgrund der kleinen oder niedrigen Auflösung und der großen Pixel eine sehr, sehr starke Lichtleistung bei Lowlight. Da wären 30 Megapixel von der EOS zum Beispiel hier von Canon sehr hinderlich oder die EOS R5 wäre noch schlimmer mit über 40 Megapixel. Da achte darauf, dass du eine kleine Auflösung hast und große Pixel dann dementsprechend auf dem Sensor. Alle anderen, die sagen, ich mache ein bisschen Landschaft, ich mache ein bisschen Porträtfotografie, da würde ich vielleicht, wenn dir der Look gefällt, eine Fuji empfehlen. Da reicht auch die X-T2 oder 3, das muss nicht die X-T4 sein für 1.500 €. Da reicht auch natürlich eine Canon 250D oder eine Canon 90D, der APS-C-Bereich reicht da auch aus. Du kannst aber auch schauen, dass du, wenn du Vollformat möchtest, vielleicht die Sony-Reihe anschaust. Sony A7 bzw. die A7 II, ich glaube die A7 wird gar nicht mehr hergestellt. Die A7 II habe ich vor- und nachgesehen, kostet knapp über 800 € neu, der Body. Und das ist ein super Preis für eine Kamera, die 24 Megapixel hat, die einen tollen Dynamikumfang hat, die ein gutes Bedienkonzept hat, die quasi alles hat, was du brauchst, um tolle Landschafts- und Porträtfotos zu machen. Der Autofokus ist okay, ja, der ist okay, das ist kein Renner, reicht aus für Landschaftsfotos und Porträts. Wenn du nicht unbedingt dein Model vor dir her rennt und sich schnell bewegt, dann reicht die Kamera völlig aus. Ist natürlich deutlich günstiger als eine EOS R, R6, R5, klar. Bietet aber auch immer noch genug, um dir gute Fotos zu bringen. Also denk daran, es ist nicht immer die Kamera, die teuer sein muss. Kauf dir lieber gutes Glas. Und dann noch dort ein gutes Weitwinkel rangehangen, vielleicht ein Blende 4 Objektiv an die Sony A7 II und dann bist du vielleicht dementsprechend bei 1.500, 1.600 €. Hast eine tolle Allrounder-Kamera, hast ein tolles Weitwinkelobjektiv und kannst damit schon eine ganze Menge machen. Die A6000 kann ich immer noch empfehlen, auch wenn sie etwas älter ist, hat sie immer noch eine tolle Technik und ja, du kannst damit nicht wirklich gut filmen, aber sie hat 24 Megapixel im Sensor. Du hast eine Serienbildrate von mindestens 10 Bildern pro Sekunde. Wenn du zu dieser Kamera das 12 mm Samyang kaufst und vielleicht noch das 50 mm Blende 1.8 von Sony, dann hast du zwei tolle Objektive. Du kannst mit Weitwinkel arbeiten in der Landschaftsfotografie. Und du kannst mit den 50 mm Porträts machen, hast eine tolle Auflösung, hast eine tolle Bildschärfe, vor allen Dingen gerade bei dem 50 mm Blende 1.8 und hast alles dabei, du bleibst unter 1.000 €. Anders sieht es natürlich aus, wenn du mehr ausgeben kannst und möchtest. Da lohnt sich schon der Blick dann über 1.000 €, denn du musst auch heutzutage für Kameras, die deutlich mehr leisten können, auch deutlich mehr ausgeben. Also dann bist du bei einer Vollformatkamera schnell bei 2.000 €. Selbst die A7 III liegt bei 1.800 € bis 2.000 €. Das ist kein Schnäppchen, dann hast du nur den Body in der Hand, du hast kein Objektiv. Das musst du immer bedenken. Bau dir am besten einen Warenkorb. Leg ihn dir mal an beim Mediamarkt, beim Amazon irgendwo. Leg die Kamera rein, lege dir ein, zwei Objektive rein. Also gleich beim Kauf mit ein, zwei Objektiven mit reinlegen, um zu sehen, wo komme ich denn überhaupt raus im Preis, wenn ich jetzt mal das dabei habe und das dabei habe, vielleicht noch
eine Speicherkarte oder vielleicht noch ein Speicherkartencase dazu. Das sind so die kleinen Dinge, an die musst du denken. Vielleicht noch einen zweiten Akku und vielleicht noch einen Tragegurt. Und dann schau dir mal an, wo du rauskommst. Ich habe jetzt eine ganze Menge über Kameras und Objektive erzählt. Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Alles, was ich gesagt habe, das war meine eigene, persönliche, spezifische Meinung. Du hast mit Sicherheit eine ganz andere Meinung. Schreib sie mir mal unter dieses Video. Mich würde interessieren, wie du die Dinge siehst, was du empfehlen würdest zum Kamerakaufen, gerade jetzt 2021. Mich würde aber auch interessieren, was benutzt du? Und was hast du dir angeschaut für die Zukunft? Was möchtest du dir mal zulegen? Schreib es mir in die Kommentare unter diesem Video. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich packe euch unter dieses Video auf jeden Fall die Links zu den Kameras, die ich euch empfehle. Ich werde euch auch die Links darunter packen zu den Objektiven, die ich euch empfehlen kann. Ich werde da ein paar Sachen zusammenstellen. Ich stelle auch nochmal rein, was ich benutze, was ich aus meiner Erfahrung heraus auch auf jeden Fall empfehlen kann. Und ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Ich hoffe, das Video hat ein bisschen Orientierung gegeben und ich hoffe, ihr habt kleine Ansätze gefunden für euch, wie ihr in diesem Jahr durchstartet mit dem Kamerakauf oder vielleicht orientiert ihr euch nochmal um. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hier, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht die Glocke anzumachen, das ist ganz wichtig, dann verpasst ihr kein neues Video mehr. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen in diesem Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss!